Am Nachmittag sammeln sich in Berlin und Köln Hunderte von Menschen, um mit dem Tragen einer Kippa Solidarität zu zeigen. Sie schockiert der Angriff auf einen Kippa-Träger mit einem Gürtel, ebenso antisemitische Textzeilen in Rapper-Songs. Aber jetzt ist es Zeit zu handeln, Zeit zu agieren, Zeit wirklich was zu verändern. Es ist hier ein Antisemitismus, der in ganz Europa sich durch den politischen Islam breit macht. Es muss ein Ruck durch unsere Gesellschaft gehen, sodass die Zivilgesellschaft, jeder von uns, einfach aufmerksam ist und nicht zulässt, dass in abwertender Weise über jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger geredet wird. Auch einige Muslime sind bei den Kundgebungen anwesend, doch viele sind es leider nicht. Wir möchten uns solidarisieren gegen jede Art von Menschenverachtung, Menschenfeindlichkeit, vor allem Antisemitismus. Wir als Gesamtgesellschaft sind gefragt, endlich aufzustehen und nicht mehr gemütlich zu sitzen und denken, das Problem wird sich von alleine lösen. Auf Kritik stößt die Mahnung des Zentralratsvorsitzenden Josef Schusters, aus Sicherheitsgründen die Kippa nicht alleine öffentlich zu tragen. Er hätte der deutschen Regierung sagen müssen, die Zustände hier sind nicht hinnehmbar, so Yair Lapid, israelischer Politiker und Journalist, und auch Prominente empfehlen, nein, jetzt erst recht. Ein Geliebter trägt eine Kippa und der wird freitags, wenn wir essen gehen, die Kippa tragen. Und meine Freunde werden freitags die Kippa tragen. Es besteht Handlungsbedarf, das zeigt auch wieder ein neuer Vorfall in Berlin-Neukölln. Junge Männer stehen hier mit einer Israel-Fahne, ein Passant kommt vorbei, spuckt auf den Boden. Kurz danach wird die Fahne runtergerissen, die Männer brechen ihre Demonstration ab.